Physics ist das dritte Spiel der Pet-Simulator-Reihe, welches von der Entwicklergruppe Big Games erstellt wurde. Mittlerweile ist Pet-Simulator sogar eines der größten Spiele auf Roblox. Doch die Frage bleibt, wie kam es dazu? Bevor wir über Pet-Simulator X reden, müssen wir über die beiden Vorhänger reden. Fangen wir mit dem originalen Pet-Simulator an, welcher am 4. August 2018 von Preston erstellt wurde. Wenn du Pet-Simulator zum ersten Mal startest, hast du die Wahl zwischen einem Hund und einer Katze. Nachdem du dich natürlich für den Hund entschieden hast, beginnt auch schon das endlose Grinden. Die Währung des Spiels sind Münzen, für welche es insgesamt drei Varianten gibt. Mit diesen Münzen kann man Eier öffnen, welche außerhalb von Handeln, was vor dem zweiten Update nicht mehr existiert hat, der einzige Weg ist, um andere Pets zu bekommen. Pets konnten damals auch noch gelevelt werden, was eine Möglichkeit gegeben hat, die Pet-Geschwindigkeit und die Anzahl der Münzen, die diese Pets einem bringen, zu erhöhen. Sobald du dabei erstmal die ersten 25.000 Coins zusammengefarmt hast, kannst du die neue Tote Waldregion freikaufen. Ich sag ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Diese Region bietet euch aber dann neue Collectibles zum Abbauen, welche zwar länger brauchen, um abgebaut zu werden, euch dann aber auch mehr Coins geben. Dieses Spielsystem zieht sich über drei Welten. Am 10. August 2018 kam das erste Pet-Simulator-Update raus, welches mit einem neuen Bereich, zwei Eiern und einer AFK-fahrbaren Kiste kam. Dieses Update war aus zwei Gründen sehr wichtig für Pet-Simulator. Zum einen war es wichtig, weil es dann endlich Spielern die Möglichkeit gab, Münzen zu sammeln, ohne aktiv spielen zu müssen. Zum anderen wurde der Eindruck mit dem Update bewirkt, dass Preston sich um das Spiel kümmert, was im Umkehrschluss den Spielern ein Gefühl von Langlebigkeit gibt. Und dieses Gefühl von Langlebigkeit bringt Spieler dazu, hunderte Euro, wenn nicht sogar tausende Euro, in Pet-Simulator zu stecken. Im zweiten Update kam nicht nur Trading raus, was extrem wichtig ist, sondern auch die Möglichkeit, seine Pets Gold zu machen. Goldbomben bedeutet wirklich einfach nur 10 Pets nehmen und die gegen eine goldene Version des Pets austauschen. Die goldene Version des Pets ist dann aber dreimal so stark wie die normale Version des Pets. Eine Sache, die außerdem mit dem Update kam, war der Infinite Pet Equip Game Pass. Dieser Game Pass erlaubt es euch, unendlich viele Pets auszutauschen. So viele Pets ausrüsten, wie viele Inventarslots ihr habt. Dieser Game Pass kostet bis heute noch 40.000 Robux, was einfach 350 bis 400 Euro sind. Das dritte Update war das bisher größte Update im Pet-Simulator, denn es kam endlich die Mondwelt raus, was eine komplett neue Welt ist. Mit dieser neuen Welt kam auch eine neue Münze raus, nämlich die Mondmünze, welche eine sehr gute Methode war, um absurd hohe Zahlen wie Septillion oder Oktillion zu vermeiden. Mit dem fünften Update kamen Rainbow Pets raus, die man damals sogar nur hatchen konnte. Mittlerweile kann man ja aber zum Glück noch selber Rainbow machen, genauso wie man Pets Gold machen kann. Man braucht nur 7 goldene Pets, was 70 normale Pets sind. Das achte Update war das erste Event-Update im Pet-Simulator. Doch leider kam in dem Halloween-Update keine neue Welt wie im Pet-Simulator X raus, sondern nur 2 neue Eier raus, die man für Halloween-Coins kaufen konnte. Obwohl im Halloween-Update das beste und stärkste Pet rauskam, was das Skeleton Ghost war, wurde er komplett im 9. Update zerberstet. Nämlich kam ein neuer Dominus-Bereich mit einem neuen Dominus-Eck raus. In diesem Dominus-Eck war der legendäre Dominus Huge drin, welcher bis heute neben dem Giant Penguin und der Huge Cat das stärkste Pet in Pet-Simulator ist. Doch mit dem Dominus Huge kam eines der größten Probleme auf Preston zu. Ein Problem, das bis heute noch nicht gelöst werden konnte. Ein Problem, das ihn sogar 5 Jahre später in Pet-Simulator X plagt. Duping. Duping oder auf Deutsch duplizieren war schon immer in den Pet-Simulator-Spielen präsent. Preston versuchte sogar, das zum ersten Mal am 26. August zu beheben. Doch bis heute bekommt es nicht hin. Dies hat dazu geführt, dass wortwörtlich jeder einen Rainbow Dominus Huge hatte. Obviously, I have to point out, these have to have been duplicated or glitched. Ich meine selbst, ich habe einen Dark Matter Dominus Huge und ich habe das Spiel zum ersten Mal im August 2020 gespielt. Das 10. Update brachte das letzte Mondei mit sich, doch das war eigentlich nicht das Interessante an dem Update. Das Interessante an dem Update waren die Coin- und Agility-Upgrades. Ich wurde im Update einfach die Coin- und Agility-Upgrades entfernt und mit einem neuen Level-System ersetzt, mit welchem eure Pets je nach Level stärker oder schwächer werden. Dieses Update hat dazu geführt, dass YouTuber wie Mayrush Art Dominus Huges hatten, welche einfach 1,8 Milliarden Petstärke hat. Zum Vergleich, ein normaler Dominus Huge in Rainbow hat 100.000 bis 300.000 Stärke. Im nächsten Update kamen auch schon die Dark Matter Pets ins Spiel. Dark Matter Pets waren und sind bis heute noch die höchste Stufe an Pets. Im selben Update kam sogar das Rainbow Egg raus, in welchem man für 325 Robux, wenn man Pech hat, noch ein Rainbow Dog bekommt. Doch das Rainbow Egg wurde mit dem 12. Update schon zu einem Dark Matter Egg geändert. Und falls ihr schon gedacht habt, dass 325 Robux für ein Rainbow Egg teuer sind, werdet ihr geschockt sein, wie viel das Dark Matter Egg gekostet hat. 730 Robux. Fast 10 Euro für einen Dark Matter Dog. Außerdem kam im 12. Update noch der Triple X Game Pass raus, welcher extrem wichtig ist für die gesamte Simulatoren-Community. Denn in jedem Simulator gibt es ab einem bestimmten Punkt wortwörtlich nur darum, die seltensten Pets zu hatchen. Und diese dann zu traden.
Train. Die nächsten drei Updates waren die abschließenden Updates von Pet Simulator. In Update 13 und 14 kam das erste Weihnachtsupdate in Pet Simulator raus. In diesem Update wurde die Spawn-Welt ein wenig weihnachtlicher gemacht. Und das, worum es eigentlich geht, es kam auch eine neue Eventwelt raus mit einer neuen Eventwährung. Nun wurde diese Eventwelt mit dem 15. Update permanentisiert. Und das waren alle Updates von Pet Simulator. Alle Updates, die ich erwähnt habe, waren extrem wichtig für die Entwicklung von Pet Simulator X. Doch bevor Pet Simulator X schließlich rauskommen konnte, musste Preston einen riesen Fehler begehen. Pet Simulator 2 kam am 1. Dezember 2019 raus, was übrigens 10 Monate nachdem Pet Simulator sein letztes Update bekommen hat, ist. Pet Simulator 2 wurde als nicht Pay to Win und Game Pass los bezeichnet. Doch das sah keiner als gut an. Bis heute gibt es in Pet Simulator 2 keinen einzigen Game Pass. Und da fragt man sich schon, wie hat man denn ansonsten Sachen wie mehr Pet Equip Slots oder mehr Inventar Slots bekommen? Die erste Methode waren die neuen Herausforderungen. Das waren Herausforderungen wie öffne 1000 Eier und du bekommst 0,01 Prozent mehr Glück. Und die zweite Methode hat tatsächlich was mit Robux zu tun. Denn falls ihr gedacht hättet, Pet Simulator 2 wäre nicht nur Game Pass los, sondern komplett Free-to-Play, dann lag ihr falsch. Denn man konnte sich VIP für gottlose Preise kaufen. Und es ist nicht so, dass VIP so etwas ist, was man sich holen kann, falls man sich denkt, ah ja, das lohnt sich bestimmt. Nein! Damit du handeln kannst, eine der fundamentalen Sachen am Pet Simulator, musstest du dir VIP kaufen. Und das war nicht so, dass wenn man sich VIP für 2 Stunden gekauft hat, dann 2 Spielstunden bekommen hat, sondern man hat dann 2 reale Stunden bekommen. Aus diesem Grund wurde das VIP-System mega gehatet. Die Entfernung von Game Pässen und die Versuchung von Preston, das Spiel mehr Free-to-Play freundlich zu machen, waren gar nicht mal das Problem an Pet Simulator 2. Das Problem war einfach, dass das Spiel langweilig war. Ich meine, hat jemand von euch versucht, Pet Simulator 2 zu spielen? Das ist unmöglich. Eine Sache, die außerdem dem Spiel geschadet hat, war nicht nur, dass Trading nur für Echtgeld bekommbar war, sondern auch nur, dass Trading bis zum 3. Update nicht mehr existiert hat. Und genau deswegen war Pet Simulator 2 so ein Flop. Pet Simulator 2 hat außerdem nur 4 Updates bekommen. Diese Updates waren nicht mal was Besonderes, sondern diese Updates hatten nur die Sachen drin, die eigentlich in dem Spiel schon hätten drin sein sollen. Die Pet Simulator 1 schon drin waren. Das heißt, Sachen wie zum Beispiel Rainbow Pets machen, hat einfach gefehlt. Nach dem 4. Update wurde Pet Simulator 2 einfach vergessen und ignoriert. Doch das hat sich am 23. Juli 2021 geändert. Am 23. Juli 2021 kamen in Pet Simulator 1 und 2 Schilder auf welchen ein Countdown bis zum 29. Juli zu sehen war. Zuerst wusste man nicht, wofür das Update steht. Doch am 26. Juli kam dann ein Video auf dem offiziellen Big Games YouTube-Kanal online. Der Trailer zeigt die größten Pet Simulator und Pet Simulator 2 Videos auf YouTube rückwärts abgespielt. Bis es dann schwarz wird. Und die Spawn-Region von Pet Simulator X auftaucht. Dieser Trailer hatte über 2500 Live-Zuschauer und nur 3 Stunden später die 10.000 Aufrufe erreicht. Und das, obwohl an dem Punkt seit über einem Jahr nichts mehr in Richtung Pet Simulator kam. Preston führte den Hype von Pet Simulator X weiter, indem er auf Twitter 2 der neuen Features von Pet Simulator X zeigte. Die erste Sache war, dass ein globales Leaderboard kommen wird. Und das zweite Feature war, dass jedes Pet anzeigt, wie oft es existiert. Diese beiden Features scheinen zwar nichts Besonderes zu sein, aber für den Sammelaspekt, was außerdem der größter Aspekt im Spiel ist, machen diese Features Wunder. Man konnte sagen, dass Pet Simulator X einfach Pet Simulator 1 mit der Grafik von Pet Simulator 2 sein wird. Auch wenn Features wie Dark Matter machen bei Release gefehlt haben. Am 29. Juli um 18 Uhr kam endlich Pet Simulator X raus. Und das Spiel hat sogar 91.000 Spieler erreicht. Und das, obwohl zu dem Zeitpunkt nur Negativität herrschte zu Pet Simulator X. Wirklich, fast jeder dachte, dass das Spiel einfach Müll sein wird bei Pet Simulator 2. So schlecht war. In den kommenden Wochen arbeitete Preston aber sehr hart an neuen Pet Simulator X Updates. Und pro Update starb langsam aber stetig der schlechte Ruf, den Pet Simulator 2 angerichtet hat. Und schon nach dem ersten Update konnte Pet Simulator X fast die 200.000 Spieler erreichen.
In den kommenden Updates führte Preston 4 weitere revolutionäre Updates in Petrodex ein, wie zum Beispiel die Änderung, dass man den Teleporter Game Pass auch gratis erspielen konnte. Das war aber auch nicht das Einzige, was Petrodex nach vorne katapultiert hat, sondern auch Sachen wie zum Beispiel die Pet Collection haben Petrodex extrem gut getan, denn diese Pet Collection hat Leuten eine Motivation gegeben, alle Pets in dem Spiel zu hatchen. Denn wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Pets zusammengesammelt habt, bekommt ihr als Belohnung extra Pet Equips Slots. Der Traveling Merchant war auch eine super Idee von Preston, nur mittlerweile ist er ziemlich schlecht. Der Traveling Merchant wurde an einem gewissen Punkt sogar so teuer, dass Preston einen neuen Merchant entwickeln musste, damit der Merchant überhaupt einen Sinn hat. Nämlich war das der Mystery Merchant. Der war nämlich halb so teuer, dafür kam er aber auch nur zweimal am Tag. Aber der ist mittlerweile auch irrelevant geworden, seitdem es Secret Pets in Pets oder Eggs gibt. Am selben Update, wo auch der Traveling Merchant rausgekommen ist, brachte Preston das erste Plüschtier in Pets oder Eggs raus, nämlich die Huge Cat, welche 50 Euro gekostet hat. Aber ich sag's euch ehrlich, das war nicht mal das erste Huge Pet in der Pet Simulator Reihe. Denn falls ihr nicht wusstet, das erste Plüschtier gab es schon in dem originalen Pet Simulator, nämlich die Huge Cat. Nach all diesen super Updates kam auch endlich das erste Event in Pets oder Eggs raus, nicht das Pock-Event. Um das Pock-Event öffnen zu können, musstet ihr vor der blauen Tür neben der VIP-Area Knock Knock in den Chat schreiben. Wenn ihr das geschrieben habt, werdet ihr in eine schwarze Box mit dem Pock-Egg teleportiert. In dem Egg waren dann 4 Pock-Pets drin, welche man aber nicht nur hatchen konnte, sondern während des ersten Halloween-Events in Pets oder Eggs auch sogar erfusen konnte. Nur mittlerweile kann man die weder hatchen noch erfusen. Kurz darauf kam auch schon die Trading Plaza raus, welche einer der wichtigsten Punkte war, um in Pets oder Eggs das Traden zu vergrößern. Denn falls ihr noch nicht wisst, Leute, Trading ist das Wichtigste in Pet Simulator X. Falls ihr euch fragt, wie die Trading Plaza ist, die Trading Plaza ist einfach nur ein separater Server, der extra dafür gemacht ist, um zu traden. Doch Preston konnte diesen langen Lauf an extrem krassen Updates in Pet oder Eggs nicht weiterführen, was ihn dazu gebracht hat, seine ersten Fehler zu begehen. Angefangen mit NFT-Pets. NFTs sind einzigartige Tokens, die einen digitalen Gegenstand auf der Blockchain repräsentieren. Was das bedeutet, ist eigentlich komplett egal. Wichtig ist nur, dass Leute NFTs hassen. Und deswegen ist es nicht so eine schlaue Idee, die in dein Spiel einzubauen, vor allem wenn NFTs mit Scams assoziiert werden. Anfangs haben alle 12 NFTs auch nur 50 Euro gekostet. Tote Browser haben nicht lange gebraucht, bis sie auf tausende Euro explodiert sind. Ich meine, YouTuber wie LCLC haben zum Beispiel fast 1000 Euro, wenn nicht sogar mehrere tausend Euro, für diese NFT-Pets ausgegeben. Und ich sag euch ehrlich, es war gar nicht mal eine schlechte Idee, NFTs in Pets und Eggs einzubauen. Doch Roblox hat Anfang 2023 eine Richtlinie rausgebracht, die Preston dazu zwang, diese NFT-Verlinkung aufzuheben. Was dazu führte, dass jedes dieser NFT-Pets wertlos wurde. Doch selbst die NFTs haben Pets und Eggs keinen schlechten Ruf gegeben. Denn daraufhin begann Preston mit dem zweiten Teil des Weihnachts-Updates, damit an das Gesetz in Ländern wie zum Beispiel Frankreich zu brechen. Das Weihnachts-Update Part 2 brachte das erste Exclusive-Pack in Pets und Eggs rein. Denn falls ihr nicht wusstet, davor konnte man jede paar Wochen 3 verschiedene Exclusive-Pets für einmal 600 Robux, einmal 1200 Robux und einmal 5000 Robux kaufen. Aber seit Heiligabend 2021 wurde das zu einem 800 Robux teuren Exclusive-Pack geändert, welches am Ende nochmal auf 400 Robux reduziert wurde. Aber das Illegale war auch nicht mal das Exclusive-Pack. Das Illegale war daran, dass Preston einfach die Chance nicht angegeben hat von dem Huge Center Pass in dem Exclusive-Egg. Mittlerweile macht er das natürlich und wenn man sich zum Beispiel die Chancen von irgendeinem Titanic-Pet anschaut, versteht man, warum er die Chancen nicht zeigen wollte. Doch bei dieser Aktion hat nicht mal einen schlechten Ruf auf Preston aufgebaut. Das heißt, Pets und Eggs lief weiter nach oben, obwohl diese Sachen passiert sind. Und es kamen sogar Updates raus, wie zum Beispiel eine Huge Hack Cat, welche man gratis sicher hatchen konnte. Oder es kam auch die Void-Welt, die Axolotl-Welt und die Pixel-Welt zum Beispiel raus. Und Preston hat sogar damit angefangen, Spielzeuge, die auf Pets und Eggs basieren, zu verkaufen. Und durch all die Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, hat wortwörtlich jeder die NFTs und das Exclusive Egg vergessen. Doch trotzdem herrschte dann eine lange Zeit Funkstille. Preston nahm sich nach dem Oster-Update eine anderthalb Monate lange Pause von Pet Simulator X. Doch schon nach anderthalb Monaten hat er angefangen, das Update zu hypen. Und das, obwohl das Update erst 2 Monate später, nachdem er es angehypt hat, gekommen ist. Als Preston dann die Spielzeugcodes in Pet X eingebaut hat, hat er im selben Update über dem Brunnen am Spawn einen Counter hinzugefügt, der aber nicht nach irgendeiner gewissen Zeit beendet wird, sondern sobald das Spiel 3 Millionen Likes bekommt. Und obwohl die Pet X Community das nicht mal schnell hinbekommen hat, sondern sich ihre Zeit genommen hat, sage ich mal, hat Preston uns eine weitere Woche hingehalten. Dafür gab es aber als Entschädigung ein Update, in dem man aus jedem Eck einen Huge Hellrock hatchen konnte. Und das hat nicht mal lange gedauert. Ich meine, es gibt heutzutage über 1 Million Huge Hellrocks. Doch als dann eine Woche später das richtige Update kam, waren wir alle enttäuscht. You've been banned from... Warte, was? Warte, was?
Wir bekamen wortwörtlich nur eine geklonte Version von Pets Otter X, die aber extrem nervig zum Durchspielen ist, weil es aber so lange dauert. Aber nicht nur, dass wir für ein extrem billiges Update 3 ganze Monate hingehalten wurden, kam es auch extrem verbuggt raus. Ich meine, Leute wurden wortwörtlich gebannt, weil ihr Spiel zu schnell durchgespielt haben anscheinend. Denn wie ihr damals gebannt wurde, war, dass ihr ab einem bestimmten Punkt einer Patchstärke laut dem Spiel zu stark seid und dann automatisch aber gebannt werdet. Daraufhin kamen dann 2 weitere Monate wieder nichts, bis Preston sich dann dachte, Mann, ey, ich will nicht, dass das Spiel nur 40.000 Spieler hat. Wie wäre es, wenn ich ein neues Pet wie den Huge Hellrock rausbringe, dass Leute dann aus jedem Ei wieder hatchen können? Hm, welches Pet würde denn nur perfekt passen? Genau, die Banane. Und nicht nur, dass die Banane kein Huge-Pet war, die Banane war nicht mein Exclusive-Pet, bedeutet, man hat 2 weitere Monate gewartet, damit man ein Basic-Pet hatchen kann. Geil, Mann! Aber genau deswegen, weil es keinen interessiert hat, ist die Banane mittlerweile eines der teuersten Pets in Pets Otter X. 2 weitere Monate später und es kam das zweite Halloween-Update raus in Pets Otter X. Und das war eigentlich nichts Besonderes. Das Update war wirklich ziemlich lahm eigentlich. Doch mit dem Update begann die neue Ära von Pet Simulator X. 2 Wochen nach dem ersten Halloween-Update kam tatsächlich das erste Update raus, was Preston nicht komplett alleine gemacht hat. Was ihr euch fragt, ja, Preston hat bis zum Catwood-Update jedes Update selber programmiert. Doch ab dem Update hat sich das geändert. Und nicht nur, dass sich das geändert hat, Preston hat wegen seinem neuen Team auch ab jetzt angekündigt, dass jede Woche ein neues Update kommt. Und wenn wir rüberschauen, Tatsache, wirklich jede Woche kam ein neues Update seit dem Catwood-Update. Und es waren nicht irgendwelche Müll-Updates, wie in anderen Spielen zum Beispiel. Das waren wirklich Updates, wo gute Sachen ergänzt wurden, wie zum Beispiel die Mailbox, das Auktionsbot in der Trading Plaza oder auch zum Beispiel die Daycare. Und seitdem Preston wieder angefangen hat, aktiv Updates rauszubringen, die sogar durch sein Team eine hohe Qualität behalten können, bricht Pets Otter X jegliche Rekorde, die davor schon gebrochen haben. Ich meine, das Daycare-Update hatte ab einem gewissen Punkt sogar 1,5 Millionen Spieler. Und weil Preston mit den vorherigen Updates, vor allem mit dem Huge Hellrock Updates, Huge Pets komplett übersättigt hat, haben schlussendlich die Titanic Pets aus, was eigentlich Huge Pets nur und größer und reitbar und sogar noch stärker sind. Es gibt außerdem keine einzige Methode, um Titanic Pets gratis zu bekommen. Na gut, außer die Titanic Jolly Cat, die konnte man für insgesamt 48 Stunden gratis erhatchen. Und diese Titanic Pets brachte Leute dazu, wieder ein Ziel zu haben, was Trading angeht und auch generell die Exclusive Hacks angeht. Patrick begann sogar mit anderen Spielen zu kollaborieren, bedeutet, ihr musstet in anderen Spielen etwas machen und habt dann in Pets oder X eine Belohnung dafür bekommen. Eine dieser Belohnungen war zum Beispiel, dass wenn ihr in Please Donate reingegangen seid, ihr eine Booth bekommen habt in Pet Simulator X, und das andere war die Huge Chef Cat, die ihr bekommen habt, wenn ihr 100.000 Kunden in My Restaurant Essen serviert. Wenn man ehrlich gesagt zurückblickt, ist es unglaublich, was Preston seit dem ersten Pet Simulator, also 5 Jahren, auf die Beine gestellt hat und dass er, obwohl er eine extrem lange Pause gemacht hat, es hinbekommen hat, Pet Simulator X wieder zu einem der größten Spiele auf Roblox zu machen. Das war's mit dem Video, Leute. Falls euch Videos in dieser Art gefallen, schreibt mir das gerne in die Kommentare und vergesst auch nicht, das Video zu liken. Und falls ihr Videos, wie ich die damals gemacht habe, nicht verpassen wollt, dann schaut auf meinem zweiten Kanal Victor Live vorbei. Ansonsten, Leute, bleibt stark und ciao.